den, ja. So, Abfahrt. Und von hier kommt dann das Chlor. Dann nehmen wir einfach die gleiche Lok. Achso, es sind lokomotive Personenzüge. Irgendwie habe ich immer so die Anmaßung, also dass ich immer irgendwelche Passagierloks für den Güterverkehr kenne. Aber am Ende ist es aber völlig egal, oder? Ich meine, eine Lok ist eine Lok. Achso, es hat ja eine eigene Ankettung und gehört nicht mehr zu dem. Na gut, das ist ja egal, sag ich mal. Das sollte eigentlich nichts ausmachen. So, haben wir das so. Hier sind jetzt bestimmt so viele Chemikalien. Ja, dass man da noch mehr Züge bringen kann. Die teilen sich das auch auf. Sehr gut. Ich glaube, da kann man noch mehr Chemikalienzüge fahren lassen. Nur die 330 klonen und jetzt die 331 nochmal klonen. So, dann hätten wir ja jeweils drei Züge, die hier oben hinfahren mit. Ne, die hier hinfahren mit Chemikalien und die hier hochfahren mit Chemikalien. Genau. So, die stellen dann Fahrzeugteile und Verpackungsmaterialien her. Die brauchen, also die haben jetzt eigentlich alles, ne? Ach, sie brauchen auch, also Chemikalien sind gerade raus. Die brauchen noch Schwefel und Nitrate. Schwefel kommt ja von hier unten. Wenn da auch relativ wenig kommt. Ach so, die brauchen auch noch Chlor. Das heißt, es muss tatsächlich auch noch ein Zug hier rüberfahren. Der hier Chlor anliefert. Und die Säure, wo kriegt man das her? Achso, von da. Oh, da reicht da hier der Bahnhof gar nicht. Mit den Zweien, oder? Oder das wird einfach ein gemischter Zug. Okay, dann muss ich doch hier rüber bauen. Machen wir jetzt mal ganz radikal. Hier fährt doch sowieso noch kein Zug. Wir sichern das aber signaltechnisch so ab, dass in diesem Block keine Signale kommen, dass die sich da nicht jetzt irgendwie festfahren können. So, Säure und Chlor. Oha, ich glaube, das Vollladen, bis die vollladen hier, das dauert lange. Ich glaube, ich mache einfach hier noch ein drittes Gleis rein, dann können die immer alle parallel dort drin stehen. Das ist natürlich schon komisch, so die kurze Strecke in den Zug fahren zu lassen, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich schön Minus machen. So, einmal Chlor von hier nach da. Ich meine, alle Fahrzeuge hier ins Plus schaffen wir, glaube ich, in der Staffel hier sowieso nicht mehr. Ist das dann auch Wurst? So, und einmal Säure. Oh, das sind die gleichen Wagen. Das
So, das heißt, er kriegt dann erstmal da alles an. So, genau. Genau, es müssten bloß die Chemiezüge öfters hier rankommen. Ich glaube, da können wir noch, da können wir, glaube ich, auf 4 gehen. Der Masse, die dann noch in den ach komm, wir gehen auf 5. Bei der Masse, die hier noch drin steht, 1,6 Millionen Liter. Ja, die Schwefelproduktion, die hängt halt ein bisschen hinterher. So, das heißt, der hat jetzt alles. Der hier oben würde Fasern und Chlor kriegen. Das Chlor ist ja, glaube ich, dann der Zug hier. Genau, und dann gehaltet er auch alles. Und der bräuchte noch Salz und Nitrate. Das ist Lithium. Erstmal das. Was machen die für Gewinn damit? 3 Millionen. Das sieht gut aus. Also ich glaube, die werden wahrscheinlich auch eher im Plus landen. Der macht 2 Millionen. So, jetzt werden die mal ein bisschen voll. Aber es reicht, glaube ich, nicht, damit der ganz voll wird. Nee. Aber da kommt auch schon gleich der nächste. Damit wird er dann voll und dann kann er seine Fasern hier hochfahren. So, und der braucht jetzt noch... Ach, das ist doch wieder ja Nitrat... Na gut, Nitratbergwerk ist einfach. Ach so, Natriumcarbonatbergwerk. Ne, dann passt das. Da wir ins, da hier unten. Hier, das bietet sich ja fast wieder für eine Schifffahrt an. Natriumcarbonat und Salz. Na, das wäre eigentlich für eine Schifffahrt. Wäre das eigentlich nicht schlecht. Aber man braucht eine Chemiefabrik eigentlich Salz. Kann das jemand irgendwie mir erklären, was man eigentlich mit, was man mit Salz, oder ist es irgendwie ein Spezialsalz? Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da jetzt Speisesalz damit gemeint ist. Und eigentlich müsste man es auch mal kümmern hier um landwirtschaftliche landwirtschaftliche Betriebsmittel und die Ersatzteile. So, wie macht man das jetzt hier? Guck mal, da werden auch noch Ölsande. Die müsste man mit dem Zug ja herbringen und das dann umladen. So, dass die vielleicht hier beides noch anfahren können. Und damit das ein bisschen einigermaßen ordentlich aussieht, tun wir mal hier das Land so ein bisschen ran planieren.
Dann sieht es nämlich nicht ganz so furchtbar aus. Hier führt jetzt so ein schöner Zweierkanal hier rüber. Und der kommt dann hier raus. Nee, kein Doppelhafen, sondern ich wollte da eine Doppelschleuse hinstellen eigentlich. So. Dann brauchen wir einmal Salz. So, was haben wir da? Haben wir gleich so einen riesengroßen Tanker. Übertreiben wir es da ein bisschen. Gut, 1440 Tonnen Salz ist schon ordentlich. Ich weiß halt nicht, wie lange das dann dauert, bis der vollgeladen ist. 243 Tonnen Salz produzieren die im Monat. Oh, das kann dann dauern. Da ist wahrscheinlich der Marsteinfrachter fast schon am sinnvollsten. Dass der überhaupt mal, weil mir nützt das große Schiff nichts, wenn der hier irgendwie ein halbes oder ein ganzes Ingame-Jahr warten muss, bis der vollgeladen ist. Das ist ja okay. Oh ne, warte mal, das war scheiße. So wollte ich das. Zack. Entladen. Abfahrt. So, das ist dann wahrscheinlich das erste Salzschiff, genau. Und mit den Nitraten machen wir, dann nehmen wir auch erstmal den. Und wenn dann halt was hängen bleibt, dass sich ein größeres Schiff lohnt, dann kann man es ja immer noch umbauen. Wahrscheinlich kommt das dann eh erst, wenn wir hier die Ersatzteile dorthin liefern.